lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Auch komisch, die ganzen Charaktere fangen alle mit M an, Alter. Moog, Melania, Melena, ne? Unsere Kompanen. Mikella. Alle mit M. Voll weird. Aber vielleicht liegt das daran, weil die alle so Abkömmlinge der obersten Person sind. Redan, ja. Bei Redan gibt es aber dann Redan, Radagon, Rani, Renna, Renala, ne? Also R und M. Das sind so. Das sind, ne? Nach denen sind alle benannt. Gefühlt. Inzwischen kann ich aber ganz gut zuordnen, wer was ist. Mit M auch Marika, ne? Ah. Alle mit R und M. Sehr komisch. Hat vielleicht sogar was mit der Story später zu tun. Wer weiß. Der Erfolg von Grad. Was? Der Erfolg von Grad haben nicht viele? Nein? Also die war echt schwer, aber. Also mit einem. Mit Imitator. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich glaube auch, dahin zu kommen, da muss man halt viele Sachen entdecken und so, ne? Vielleicht liegt es daran. Wir haben übrigens 500.000 Runen. Lass mal ein paar Level-Ups machen, ne? So, nur so ein paar. Warte mal. 4. Da wollte ich nur 3 bekommen. Obwohl, ne, ist auch 3. Das heißt, das skaliert immer noch weiter. Was? Machen wir mal so. Bisschen mehr Schaden, ne? Warum nicht? So, einmal die Rune aktivieren, bitte. Lenias große Rune. Dann zeig mal her, was macht denn der Kram hier? Sieht auch sehr schön aus, ne? Eine große Rune der Fragmentärin Malenia. Der Segen dieser halb verfaulten Rune verringert die Heilkraft von Flaschen mit Purpurtränen. Aber Melenias unnachgiebiger Geist regeneriert zum Ausgleich einen Teil eurer LP, wenn ihr direkt nach erlittenen Schaden angreift. Ach, wir können auch Bloodborne spielen hier, das ist ja cool. Das ist einfach der Bloodborne-Mode. Melania ist die Tochter von Königin Marika und Radagon. Und ihre große Rune hätte daher die heiligste von allen sein sollen. Die ist echt hübsch, ne? Boah, ist die hübsch, die Rune. Cool. Ab rein hier. Was können wir denn aus ihrem Echo machen? Erstmal Heldenrüstung. Oh, wir können ihre Rüstung haben. Oh mein Gott. Ein geflügelter Helm aus reinem Gold stand von Melania, Mikellas Klinge. Melania erwartete Mikella am Fuße der Hülle. Mein Bruder wird sein Wort halten, denn er besitzt die Weisheit und die Anziehungskraft eines Gottes. Er ist wahrlich der Mächtigste unter den Himmlischen. Wer ist denn der? Ach, von Loretta, als ob wir von Loretta die Dinger nehmen können. Der silberne Helm der Ritterin Loretta, die Mikellas Harligbaum diente. Loretta, früher eine königliche Ritterin Karias, begab sich auf eine lange Reise, um die Zuflucht, um eine Zuflucht für die Albinorix zu suchen. Sie war überzeugt, der Harligbaum wäre ihre beste Chance auf die lang ersehnte Erlösung. Cool. Ach, da haben wir haben auch noch einen Zauber von ihr, warte mal. Habe ich auch noch gar nicht gelesen, ne? Weißt du, jetzt, wo wir nicht mehr Zauber haben, kriegen wir halt auch so coole Zauber. Da, wir hatten schon Lorettas Großbogen, jetzt haben wir auch noch Lorettas Geschick mit 46 Weisheit. Eine Zauberei von Loretta, Ritterin des Harligbaums. Da war es noch königliche Ritterin, Loretta. Schafft einen magischen Großbogen und feuert 4 gewaltige Pfeile gleichzeitig ab. Durch Aufladen verstärkt ihr die Zauberei, halten, um die Pfeile auf den Bogen zu halten, ohne sie abzufeuern. Loretta entwickelte diese Zauberei während ihrer langen und blutigen Suche nach einem Ort, an dem die Albinorix in Frieden leben könnten. Cool. Was die Rüstung wohl an Verteidigung hat, lass mal gucken.
Warte, wir haben 6, 6, 6, 5, 6, 6 circa und dann Rest 4. 4, 4, 3, 4, 4. Okay. Wo ist der denn? Ah, von dem Klangenperlen-Typi, den wir mal besiegt hatten. Das ist aber schon sehr lange her, du. Auch von Loretta. Oh, da kriegt man aber ganz schön große Hips, wenn man die trägt. Nice. Aber ich möchte das hier, genau. Wir könnten das eventuell mit 35 Glaube dann auch einsetzen. 48 Geschick? Das ist ein Katana? Was? Basti, ein Katana? Also ich würde an deiner Stelle den Boss einfach mal besiegen, ne? Mit C-Scaling auf Geschicklichkeit. Das Ding wird auf S gehen wahrscheinlich. Nice, ja. Das ist echt krass. Und Blutverlust. Oh, die sieht aus wie Hildless. Aus gefühlt allen anderen Dark Souls-Teilen. Eine Klinge für Malenias Armprothese. Ein Segen schützt sie vor Fäulnis. Malenias Kriegsprothese ist ein Symbol ihrer Siege. Manche sagen, sie hätten Schwingen gesehen, als die Klinge gen Himmel gestreckt wurde. Schwingen des eisernen Willens, der niemals gebrochen wurde. Tanz der Kraniche führt eine Reihe einbeiniger Sprünge für eine schnelle und elegante Schnittkombo aus, die an die Balls des Kranichs erinnern. Durch wiederholte Eingabe könnt ihr bis zu 2 weitere Angriffe ausführen. Und man wird wirklich die Attacke von ihr im Bossfight machen können, denke ich. Nur in abgeschwächter Sache. Und dann auf Max leveln, ja. Und scharlachrotes Aeonia. Eine Technik von Malenia, der Göttin der Fäulnis. Er schafft eine riesige Blume, die explodiert und Scharlachfäule freisetzt. Jedes Mal, wenn die Scharlachblume erblüht, schreitet Malenias Fäulnis weiter fort. 2-mal ist sie bereits erblüht. Beim 3. Mal wird sie zu einer wahren Göttin. Ich denke mal, das wird richtig Scharlachfäule reinmachen. Ich mach mal das Schwert. Das finde ich actually cooler. Und lass mal. Bitte. Hier war das bei Schloss so. Lass mal gucken, ob wir ihr Echo duplizieren können. Wenn du diesen Doppelschnitt dann angreifen, wäre hart. So. Naja, man kann hier nichts dran machen. Kacke. Wo war denn noch so eine Schildkröte? Warte, es gab doch auch noch welche. Die haben wir nie gemacht. Hier. Mausoleumsgelände. Lass mal hier hin. Weil ich möchte beide Dinger. Gucken wir uns erstmal das Schwert an jetzt noch, bevor wir weitermachen. Was ist das hübsch? What? Also wir können es halt nicht richtig benutzen, aber es wird halt wirklich ihr Angriff sein. Mit 48 Geschicklichkeit könnten wir. Boah, ich hab echt Bock jetzt zu rescalen für allein für die Waffe, ne? Oh mein Gott. Ich meine, guck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What is this? Hallo? Ab, glaube ich, 48. Wie viel haben wir denn? Wir haben ja auch jetzt auf Geschicklichkeit letztens geskillt. 41 haben wir. Mit Dings hätten wir 46. Wie viel brauchte das Ding? 48. Aber 2 nicht, sollten wir das tragen können dann. Setzen wir mal einen Runenbogen ein. Ja, wir können es aber noch nicht tragen, warte. Ja. Haben wir irgendwas, was Geschick erhöht? Ja. Jetzt können wir es tragen. Okay. Zeig her. Können wir es auch umspringen? Nee, okay. Ist das hübsch. Der nächste Gegner, den ich sehe, der kriegt ein unupgradetes Ding hier ins Gesicht. Wer auch immer der böse Gegner sein wird.
Good luck, mein Guter. Das Ding ist ja super hübsch, ey. Wow. Eventuell mache ich dir nach, Basti, und mache ein schönes Katana-Bild. Dem Ding jetzt hier. Ja, okay. Ja, spring mal. Oh, wirklich? Ja, er springt wieder. Ist auch weg. Und wieder ran. Au. Da fällt er gerade zusammen. Was macht er? Doch, er fällt zusammen. Okay. Machi. Schade. Hier können wir nur die Art von Gegner doppelisieren. Das ist echt komisch gemacht. Gab es hier noch ein Mausoleum? Ja, oder? Ich glaube, weiter oben gab es noch eins. Ja, da. Ich brauche immer noch einen Gegner, bei dem ich mal kurz, ne? Kurz mal neue Dinge testen darf. Fangen wir erstmal hier unseren netten Freund. Okay, er jumpt. Jump nochmal. Mal weg. Schub, schub, schub. Oh, oh, oh. Der fällt hin. Bitte können wir da Melenias Echo duplizieren. Ich gehe mal kurz zu den Gegnern hier, nur um zu testen. Let's go. Let's fetz. Zeig her. Oh, wir haben auch so eine Stance da drin, ne? Krass. Ja. Ja, gar nicht broken oder so. Nee. Bitte kann ich hier Melenias Ding duplizieren, bitte. Natürlich nicht. Mal so. Gehen in die Tafel der Gnade. Ich mache nochmal eine kurze Pause und spiele noch ein bisschen weiter, aber nicht mehr so lange heute. Aber ich muss erstmal auf Toilette und dann gucken wir. Bis gleich!